Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zum ETA! Der ETA! Ich hoffe, ich übersteuere nicht. Wir haben uns jetzt entschieden, wie wir hier das machen. Genau, wir machen einfach so. So, und wir machen einfach so. So, Sprungbrett. Yay! Wow, ich habe sogar Schaden bekommen, glaube ich. Wo bauen wir denn jetzt die Dings? Das ist eine wichtige Entscheidung. Ja, es betrifft uns alle, die Dings. Die Dings wird uns immer betreffen. Alle. Davon seid ihr nicht ausgeschlossen? Wieso kann man hier oben keine unendliche Wasserquelle machen? Keine Ahnung. Weil du dumm bist. Kann man nicht. Warum kann man das nicht? Oder ich bin zu blöd dazu. Warte mal, ich versuch's mal auf. Ja, ich glaube eher ein zweiteres. Ja, genau. Ich versuch mal auf Erde oder so. Ich habe keine Half-Slaps-Sticks mehr. Half-Slaps-Sticks. Ja, so macht man auch keine unendliche Wasserquelle, mein Lieber. Doch, so macht man eine. Natürlich, mit dreien funktioniert. Ich weiß, man kann es auch mit zweien machen. Aber es funktioniert eigentlich normalerweise auch mit zwei zusammenfließenden Dingern. So, probier's mal mit drei. Oh, Leute. Nee, also, geh mal, zwei, geh mal her, zwei, geh mal, zwei, geh mal, zwei. Ja, dann mach halt zwei. So. Oh, Gott, nee. Siehst du, es funktioniert hier oben nicht. Ja, weil du nicht tot bist. Nein! Doch. Du weißt, ich bin der Argumente-König, also sehr ruhig. Dann hol ich mir halt mehr Eimer, weißt du. Was, mehr Eimer? Ja, mehr Eimer, ich hol mir einen mehr Eimer, so. Ja, mach mal. Jetzt bin ich hier unten gefangen, weißt du, dafür bist du blöd und bauen ist so. Genau, wer hat denn drei Folgen für eine Tür gebraucht? Ich nicht. Na, nö, ich nicht. Ich wurde dann von meinem Amt enthoben, ich durfte ja nicht mehr weiterbauen. Ja, weil deine Tür scheiße war. Ja, deine doch auch. Meine hat wenigstens funktioniert. Nein, hat sie nicht. Hat sie wohl. Die hat immer funktioniert. Immer zu mir gehalten, nie an mir gezweifelt. So. Im Gegensatz zu manch anderen Leuten. Ich brauche Eisen. Das Eisen. So. So. Und dann noch ein paar Eimer hier. Eimer sind immer gut. Eimer sind gute deutsche Eimer. Einmal 46 und einmal 38. Eimer 46? 64. Ich komm hier nicht raus, also muss ich wieder meine Treppe benutzen, weil die sowieso cooler ist. Ja. Deutsche Treppen. Werden wir sehen, welche cooler deutsche ist. Treppen. Was hast du jetzt schon wieder mal? Genau, Philipps hat ja die Kiste gekillt, ne? Letzte Folge. Ja. Die wir eigentlich beschriften wollten. Genau, die wollten wir eigentlich beschriften. Stell einfach mal eine Kiste irgendwo auf und beschriftet. Den wollten wir so einen Namen geben und dann wollten wir sie so pflegen und pflegen. Ja. Das ist kein Baby, Leute. Wir wollten, dass es ihr gut geht. Und du hast diesen Traum zerstört. Und ich brauche hier oben mal jemanden mit einer Spitzhacke. Ich habe keine Spitzhacke. Doch, ich habe eine. Egal, bastel dir eine. Hier, warum ist das aktiviert? Hallo? Weil ein Stein drauf liegt. Achso, ich habe gerade einen eingesetzt. Man kann im Äther keine unendliche Wasserquelle machen. What's up? Oh. What's up? Dann renn halt jedes Mal runter, ist doch nicht mein Problem. Oder spring runter, das ist auch nicht mein Problem. Oder tu irgendwas, aber das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Ja, es ist nicht mein Problem. Du hast was mit dem Wort, oder? Das ist nicht mein Problem. Hast du? Ja, ist ja auch nicht mein Problem. Doch, das ist mein Problem. Verdammt. Kann das sein, dass man allgemein keine... Warte mal. Ja, das funktioniert. Doch, man müsste eigentlich noch unendliche Wasserquellen in der normalen Welt machen. Das wäre jetzt lustig. Magst du mir sagen, wie weit du diese Druckplatten noch rauslegen willst? Man kann keine unendlichen Wasserquellen mehr machen, Leute. Okay, ich versuche die eine. Alter, leg die doch hier vor. Das hab ich jetzt hinbekommen. Ohne Witz jetzt. Ja, aber dann geht das mit der anderen Seite nicht. Ohne Scheiß. Ja und, es wird ja wohl irgendwie funktionieren. Leute. Wirst du gleich sehen. Leute. Was möchtest du? Keine unendlichen Wasserquellen. Ich komm runter. Du bist so blöd dazu. Ich merk das schon. Es ist doch so. Es ist. Nicht schlau genug dafür. Ich habe zwei auf. Es ist keine Schande zu blöd. Hör zu. Ich habe zwei aufeinander fließende Wasserquellen und es bildet sich kein neuer Wasserspot. Wo bist du? Hier unten. Wo ist am Portal. Was heißt am Portal?
hab ich nicht gesehen. Ach, hinterm da. Portal. Nee. Mann. Da. Es bildet sich keine Neuwasserquelle. Dem Sonnenuntergang entgegen. Ja. Was? Daneben nicht. Das ist denn da aktiviert? Machst du bitte das Loch wieder zu? Welches Loch? Dein Loch. Nein, sein Loch. Ich war gar nicht gemeint. Nein, du warst nicht gemeint. Okay. Diesmal warst du nicht gemeint. Sonst, merke es dir, bist du immer gemeint. Okay. Immer. Ich sehe nichts. Ah, es ist dunkel. Oh mein Gott. Brot. Ich und mein Brot, wir sind in Liebe vereint. Mehr oder weniger. Hey, also jetzt sag mal nichts gegen mein Brot, ja? Nichts gegen dein Brot. Es ist gutes deutsches Brot. Wollen wir schon. Wer hat über unsere Verschiedeskiste einen Stein gesetzt? Ich weiß es nicht. Blablabla. Das ist echt eine gute Frage. Wer war das? Komm mal runter, mach den Stein weg. Ich hab nämlich gar keine Spitzhacke. Wir haben übrigens in der echten Welt Wolken. Auch kann ich eigentlich hier wieder zumachen. Und Skelette. Und Skelette. Und Skelette. Ah! Ah, sie töten mich! Komm hier nicht mit deinem Psst, Alter. Das kann ich nicht leiden, ja? Das kann ich nicht leiden, Bitch. Aua! Ich bin fast... Halb zwei Herzen. Halb da, da, hab da. Hab da. Scheiße. Okay, ich hab's geschafft. Ich bin drin. Yeah! Wo drin? Ich wundere mich irgendwie, warum man keine unendliche Wasserquellen mehr machen kann. Vor allen Dingen, weil wir sie früher ja noch machen konnten. Ja. Früher. Ja, früher ging das alles noch. Verkackt, ne? Ja, nee. Ist klar. Verstehst du? Verstehen Sie? Ja, meine Damen und Herren, verstehen Sie, ja. Oh, verstehen Sie, ja. Haha. Hier steht eine Wolke drin. Ich hab eine Wolke. Gestern noch TV-Tal. Ich hab eine Wolke in der Bude. Gestern ist ja für euch. Für euch ist gestern. Noch diese Woche. Aber. Ja. Ja, in der Folge ist für euch noch gestern. Für uns war gestern Dienstag. Nee. Nein, für uns war gestern Montag. Stimmt. Ja. Gestern Montag schöne TV-Tal geguckt. Mit Gronkh und Sarrazin. Und der liebe Herr Raab konnte den Sarrazin in der Abmoderation. Jetzt habe ich wieder eine unendliche Wasserquelle. Wie hat er den ausgesprochen? Er hat es erst umgedruckst. Er hat Sarrazin gesagt, irgendwie so. Am Ende hat er dann Sarrazin gesagt. Ja, mich schon. Und er wollte so voll cool wirken, wie er so gesagt hat: Ja, ich nehme Trevor und dann düse ich hier am. Mit dem Düsenjet. irgendwie so. Und das, du merkst, du hast das so gemerkt, dass das so abgelesen war. Boah. Ja, hallo, heftig. Stefan Herr Raab ist ja keine... Aufs GTA. Stefan Raab gehört nicht zu unserer Let's Play Crew, ja, also... Let's Play Crew. Klar, das, den holen wir ins... muss man sich dann da auch mal anmerken. Den holen wir ins Boot, Alter, noch. Das wird... Also, wenn du den im Boot hast, dann bist du aber... Wird MC Fitty hier. Wird MC Fitty, genau. Dann singt der die ganze Zeit Live-Einspieler in deiner Let's Play-Sendung. Auf jeden Fall. Na, da siehst du mal, wir das wird schon halt unsere Pläne für die Zukunft. Wird halt geilon. So, machen wir jetzt da das so. Normale Glas hin für den Wiener Garten oder machen wir da das sagen, Speedglas hin? Ich würde sagen, normales. Geht mal bitte Glas. Jemand runter und schläft. Bitte! Bitte! Ich kann gerade nicht. Na gut, ich geh. Danke. Ich krieg hier so einen, weißt du, so einen. 180. So einen richtigen Sohn? Ja. So einen, Alter. So wie ich vorhin. Säftig hier. Ja, so wie ich vor der ersten Folge, ne? Ja, so. Boah. Ja, das kenne ich. Ne? Kennst du. Ja, ist mir bekannt. Kennst du. Ist mir durchaus bekannt. Kennst du. Wenn man jetzt da... Oh. Und dann noch... Oh, danke. Bitteschön. Das hat sich komisch angehört. Ach Quatsch. Stimmt. Ach, ja! Quatsch. Yeah! Aber das nicht, oder wie? Das darf sich auch komisch anhören. So, ich habe hier ein schönes Markenproduktketten
Objekt. Ah ja. Könnt ihr gucken. Ja. Die erste klein, ist rot und hört sich so an. Ah, ich weiß es. Was könnte es sein? Schreibt es in die Kommentare. Nein, natürlich nicht. Schreibt es in die Kommentare. Davon werde ich mir jetzt ein paar genehmigen. Also irgendwie, das mit den Wasserquellen hier ist echt... Und keine Antibabypillen. Antibabypillen? Was zur Hölle? Also könntest du natürlich auch machen. Schmeckt aber nicht so gut. Ja, habt ihr gehört? Der untere Teil von den Pistons ist fertig. Boah, leck mich am Arsch. Das will ich sehen. Ich kann gerade nicht. Willst du irgendwie einen Weltrekord damit aufstellen, wie weit du diese Druckplatten von der eigentlichen Tür legst? Nein, das geht nicht anders, weil unten musst du dir das denn angucken. Die Verkabelung. Der Weltrekord in der weit entferntesten Druckplatte. Ja. Du musst dir die Verkabelung angucken, dann weißt du, was los ist. Ja, ich wollte gerade machen. Achso. Aber dein Holystone versperrt mir den Weg. So, jetzt nicht mehr. Willst du mir auch verraten, wie man hier noch eine Treppe bauen will? Die Treppe kommt auf die andere Seite. Ja, genau. Ah. Muss so. Ja, bau dich da nicht hoch, bau dich hier rein dann. Bau mich von oben rein. Nein, der Mast ist doch kaputt. Badass, Alter, badass. Ich nehme alles zurück. Ich hab's kaputt gemacht. Mir fehlt ein Rechtsstone. Ich weiß, das hab ich gerade kaputt gemacht. Oh mein Gott, bist du schlecht. Badass, Alter, badass. So. Ernsthaft jetzt? Was? Ja, ernsthaft jetzt. Was machst du? Hashtag ernsthaft? Ja. Hashtag ernsthaft. Was machst du? Lass mich überlegen. Nein, lass das doch einfach so. Nein! Es geht nicht besser. Nein, lass das so. Lass das so. Nee. Alter, wenn du mir jetzt alles kaputt machst. Das geht besser. Dann bin ich wieder weg. Pass away. Auf. Das wollten wir nicht kaputt machen. Lass es doch einfach so, das ist die beste Möglichkeit. Philipp, und so ging es mir beim ersten Mal, als ich die Tür bauen wollte. Lass es doch bitte so, es reicht doch, es erfüllt doch jetzt seinen Zweck, Mensch. Nein. Doch. Nein. Was willst du denn jetzt noch tun, ist die Frage. Die Frage ist, warum die Musik aufgehört hat. Weil du deine Playlist gestoppt hast. Nee. Mich würde erst mal interessieren, was dieser Schlenker hier soll. Ah, der kommt von hier. Okay, das sehe ich ein. Aber das hier sehe ich nicht ein. Warum nicht? Ah. Weil das viel zu weit von der eigentlichen... Ah, jetzt. Ja, es geht aber nicht näher dran. Dann baust ab und bau eine Eisentür dran. Nein. Hallo? Doch. Okay, doch, vielleicht ein Block. Gib mir aber eben die Redstone-Sachen, bitte. Kann ich hier sterben, Alter, das interessiert niemanden. Und lass mich das alleine machen. Ja, dann baust du nah dran wie möglich, weil ich hab keinen Bock dauernd immer zurückzurennen. Und ich hab keinen Bock dauernd immer zurückzurennen, weißt du? Ich kann auch eine Verzögerung in die Redstone-Repeater reinmachen, damit ja, trotzdem länger musst du dauern. Zurückrennen. Deine Repeater-Aktionen machen die Druckplattenposition nicht unkenntlich. Ja, machen wir das hier so. Ich baue hier ein bisschen weiter. Ja. Bau du nur ruhig vor dich hin. Kennst den Ernst des Lebens so. Nee. Irgendwie nicht. Türen sind so eine harte Sache, ey. So, jetzt große Frage. Bei Türen hört die Freundschaft auf. Ja. Bauen wir hier jetzt mit diesem flachen Flat Glass oder bauen wir jetzt mit normalem Glas? Ich würde sagen Flat Glass. Wir bauen mit Bad Glass. Bad Glass! Badless! Ja. Ja, wäre cool. Ja, Badless? Okay, wir bauen mit Badless. Badless! Ja. So ungefähr. So. Ich baue hier oben das Feld aus. Also, ich hab Spaß mit meiner Gärtnerarbeit hier. Ich bin der Gärtner. Horst, bin neu in der Stadt. Horst. Ja. Okay, wir haben nur ein klitzekleines Problemchen. Was haben wir denn? Ja, guck doch mal. Ich bräuchte mal deine Erde. Du musst meine Erde niemals bekommen. Also, ich weiß nicht, es sieht eigentlich gar nicht mal so schlimm aus. Guck mal. Ich guck gleich, warte. Ich habe auch noch was von dem... Ich habe jetzt ein Produkt gekauft... welches mich in Erinnerungen an den uns verstorbenen Haribo-Chef erinnert. Hier. Wir sind uns aber einig... Dass die jedes Mal sind, meine ich. Wir sind uns aber einig, dass die Zäune dann wegkommen, oder? Nö, warum? Weil das scheiße aussieht. Na gut. Deine Idee wurde soeben abgelehnt.
Hast du noch die Erde für mich? Nein, jetzt kriegst du keine Erde mehr. Bitte. Jetzt bin ich beleidigt. Au, ich bin hier in das Loch gefallen. Wo fübst du immer sein, wo fübst du immer seine Löcher über halt, weißt du? Was? Fübst du halt Löcher? was für Löcher? Gib mir bitte die Erde. Na doch, nicht die. Die normale. Nee, die habe ich, wie du befohlen hast, unten reingetan. Ach so, jetzt sag das doch. Hab ich doch. Hab jetzt wieder weiß ich, gebaut, bald oder? Gibt's gar keine Treppe mehr hier und die Hälfte vom Raum ist einfach zu mit Cobblestone. Ja, weil der Herr das durch die Luft. Weißt du, ich beobachte das seit 8 Folgen oder so, dass die Wand hier immer näher kommt. Das ist einfach... Oh, ernsthaft? Ja. Nein, baus ab. Alter, wir haben 16 Minuten. Leute, wir haben 16 Minuten. 16 Minuten. Wir bauen eine Eisentür dahin. Ein Versuch. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge bauen wir eine Eisentür dahin. Ja. Okay. Bis zur nächsten Folge. Nein. Tschüss, die Müsli. Bis dann. Und ciao. Tschüss.